Herr Schmidt, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Platz. Sie wissen, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss. Ich sage Ihnen vorsichtshalber, dass Sie auf Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten würden. Aber sobald Sie den Mund aufmachen, müssen Sie die Wahrheit sagen. Schon ja. Klar, oder? Sie heißen Theo Schmidt, 26 Jahre alt, Sie wohnen in Bochum, Sie sind verheiratet, Mauer, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Sie wissen sicherlich, es geht heute um diesen Brandanschlag mit dem Molotow-Cocktail am 11. Dezember 2012 auf den Friseursalon von Frau Wimmer. Ja? Sie sollen die Angeklagte an dem Tag gesehen haben. Ja, ganz richtig. Ich war am Nachmittag bei ihr und habe mir die Haare schneiden lassen. Und ich meine, damals hatte ich ja noch kein Problem mit ihr. Da wusste ich ja noch nicht, dass sie Nadias Laden abgefackelt hat. Sie haben also nicht zu denen gehört, die zu Nadja Wimmer übergelaufen waren? Also ich bin auch schon mal bei der Nadja gewesen. Schon klar, ich muss ja auch aufs Geld achten. Aber die hat mir einmal die Haare komplett versaut. Und seitdem wollte ich einfach kein Risiko mehr eingehen. Ey, du hast mir auch total falsch gesagt, was du genau haben willst, ja? Ist dir auch egal. Auf jeden Fall war ich halt auch bei der Alex, weil sie mir einfach leid getan hat. Kein Schwein war bei ihr. Das ist doch gar nicht wahr. Ach, so ist es. Oder bist du etwa nicht die meiste Zeit mutterseelenallein rumgestanden in deinem Laden, hä? Höchstens ein paar alte Tanten sind die geblieben, oder? Aber die Jungs sind doch hingegen alle komplett geschlossen bei der Nadja gewesen. Na, woran das wohl gelegen hat, wenn Nadja gar keine gute Friseurin war? Ja, das war also die Kombination aus sie, schöne Frau, Max im Hinterzimmer mal Bier ausgegeben. War nett. Sie soll ja auch an diesem Nachmittag in dem Hinterzimmer gewesen sein. Bevor oder nachdem Sie bei meiner Mandantin waren? Vorher. Und ich bin auch gleich wieder gegangen, weil der Max war total besoffen. Mit dem war einfach nichts mehr anzufangen. Dann bin ich zu Alex und dann ins Kino. Wieso gehen Sie eigentlich zuerst zur Konkurrenz, bevor Sie sich dann bei der Angeklagten die Haare schneiden lassen? Ja, ich wollte halt einfach nur mal einen Freund besuchen. Und das ist ja auch normalerweise ganz nett bei Max. Und die Nadja hat ja eigentlich auch gar kein Problem, wenn man mal auf den Sprung vorbeikommt. Ist ja nichts Wildes. Was genau war eigentlich so nett an diesem Hinterzimmer? Also ganz ehrlich, ich kann mir da was Gemütlicheres und Schöneres vorstellen als einen kahlen, fensterlosen Raum, um dann mit einem Kumpel ein Bierchen zu trinken. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich will wissen, was genau die Faszination von diesem Hinterzimmer ausmacht. Habe ich doch gesagt, oder nicht? Haben Sie nicht, zumindest nicht so, dass ich es persönlich gut nachvollziehen kann. Und außerdem fällt mir auf, dass Sie langsam ein bisschen nervös werden. Ich werde nicht nervös. Überhaupt nicht. Wir haben da nichts gemacht. Wir haben Bier getrunken und das war's. Mehr nicht. Also, kommen wir doch mal zu Ihrem Besuch bei der Angeklagten. Welche Situation haben Sie da vorgefunden? Der Laden war leer, so wie üblich. Und sie stand dann in der Teeküche am Ausguss mit einer offenen Flasche Sekt. Na, ich vermute, in diesem Moment hat sie gerade die Sektflasche geleert, um sie anschließend mit Benzin füllen zu können. So ein Unsinn. Wahrscheinlich, aber darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Also, ich habe eher gedacht, wow, wie geil, die arbeitet jetzt am Kundenservice, will mal was ausschenken. Da habe ich sie auch mal ganz höflich gefragt, ob ich ein Glas kriegen kann. Boah, ist die abgegangen. Und wie, die ist von jetzt auf gleich auf plötzlich komplett hysterisch geworden, hat mich angebrüllt. Ich soll zu Nadja rübergehen, wenn ich zum Saufen hergekommen bin. Ich habe überhaupt nicht gebrüllt. Natürlich hast du gebrüllt, die ganze Zeit. Und du wusstest auch gar nicht mehr, wohin mit der Flasche. Hier links, rechts, geradeaus, keine Ahnung. Zum Schluss hast du sie einfach unter die Spüle gestellt. Mein Gott, Wahnsinn. Ich habe schon gedacht, ich hätte dich erwischt, wie du die eine hinter die Binde gießt. Ey. Einfach cool. Verständlich, aber da lagen sie offensichtlich falsch. Die Angeklagte war viel mehr dabei, ihre Utensilien für den Molotow-Cocktail vorzubereiten. Das ist doch Schwachsinn. Also für mich steht das völlig außer Frage. Dazu passt auch die Tatsache, dass wir in Ihrem Wagen einen Benzinkanister sichergestellt haben, in dem sich genau das Benzin befand, das auch für die Tat verwendet wurde. Und in diesem Kanister fehlte genau so viel Benzin, wie in eine Sektflasche passt. Ist das nicht interessant? Es handelte sich um handelsüblichen Treibstoff, der an jeder Tankstelle zu haben ist. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass man einen Reservekanister bei sich führt. Und auch nicht, dass der nicht bis zum Anschlag gefüllt ist. Aha. Haben Sie denn die Angeklagte da im Salon noch mal auf ihr Verhalten angesprochen? War doch ja, irgendwie klar. Seltsam, oder? Ja, natürlich. Sie, während dem Haareschneiden war sie die ganze Zeit komplett komisch. Ich habe auch mal versucht, mal ein paar Fragen zu stellen, herauszufinden, was ihr Problem eigentlich ist, aber nichts. Sie hat einfach nichts rausrücken wollen. Ich war halt einfach ein bisschen sauer, weil der Theo mich anschnurren wollte. Ich habe aber nichts zu verschenken und Alkohol gibt's bei mir schon gar nicht. Ja, klar, so, komm. An dieser Sektflasche, das war ja der Molotow-Cocktail, hat die Spurensicherung Fingerabdrücke festgestellt. Ihre, Frau Häusler, Ihre. Dafür gibt es eine plausible Erklärung. Aha. Der wahre Täter hat die besagte Sektflasche aus dem Altglas meiner Mandantin entwendet. Aber sie hat doch die Flasche unter die Spüle gestellt. In einen Karton, ja. Und nachdem sie weg waren, hat sie diesen Karton zusammen auch noch mit weiteren Flaschen in den Hof gestellt. Und wer klaut denn bitte alte Flaschen? Derjenige, der von Anfang an den Verdacht auf meine Mandantin lenken wollte. Und Herr Schmidt, jetzt möchte ich gerne mal was von Ihnen wissen. Stimmt es, dass es zwischen Ihnen und Max Bormann mehrfach Probleme gegeben hat? Was heißt denn hier genau Probleme? Also es kann schon mal sein, dass ich mich über ihn geärgert habe. Tja, ich wüsste doch gar nicht, was das hier zu suchen hat. Und wie du das weißt? Ihr habt euch doch andauernd in die Köpfe gehabt. Wetten, das war wegen der ganzen krummen Dinge, die ihr zusammendreht? Ich drehe keine krummen Dinger. Jetzt geben Sie doch endlich zu, dass in dem Hinterzimmer von Nadja illegale Geschäfte getätigt wurden. Und weil Sie gerade dabei sind, sollten Sie endlich auch gleich ein Geständnis ablegen. Ha?
In Wahrheit war es doch so, dass Sie und Max sich in die Haare geraten sind und dass Sie den Brandsatz geworfen haben. Machen Sie sich an zu rächen. Also mein Max hat mit illegalen Sachen gar nichts zu tun. Er hat höchstens ein paar Wetten angenommen. Wetten? Ein Quatsch, Bullshit. Ja, das passt. Das könnte die Erklärung sein. Was? Wetten? Überhaupt nicht. Und jetzt halt du endlich deinen Mund, Mann. Weil du mir Scheiß erzählst jetzt. Jetzt reicht's. Ich habe Sie mehrfach gewarnt. Sie beeinflussen und bedrohen hier niemanden. Es geht folgender Beschluss: gegen den Zeugen Bohmann wird ein Ordnungsgeld von 100 Euro ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft. Jetzt reiß dich mal zusammen. Wie sollen wir das bezahlen? Denn hier? Na ja, damit sind wir ja schon mal einen riesen Schritt weiter. Damit waren also Wettschulden das Motiv für den Brandanschlag? Was? Moment, ich habe keine Schulden bei Max. Wenn, dann ist es der mich beschissen hat. Also so gefällt mir das doch erst recht, ganz ehrlich. Sie wollten sich rächen, haben den Brand gelegt und haben den Verdacht auf meine Mandantin gelenkt, weil sich das ja wunderbar anbot, ne? Und wollen wir beide vielleicht auch mal wetten, Herr Schmidt? Nämlich darauf, dass sich auf den besagten Scherben auch Ihre Fingerabdrücke befinden? Ich habe mit dem Brand absolut nichts zu tun. Na klar hast du. Du wolltest vorhin schon Max schon wieder an den Kragen, ja? Max, stell das klar. Sofort, Mann! Sorry, der Richter hat mir den Mund verboten. Ganz richtig. Und ich will ohnehin von Ihnen wissen, was hat's denn mit diesen Wettschulden auf sich? He? Der Max hat in seinem beschissenen Hinterzimmer Wetten angenommen. Und zwar Pferdewetten im großen Stil. Ich habe 300 Euro auf Attila gesetzt und 2000 gewonnen. Gewonnen? Ja, gewonnen. Im ersten Blick schön für Sie. Das kleine Problem dabei ist nur, dass solche Wetten illegal sind. Ich habe nicht einen Cent von dem Geld gesehen. Der Weltmeister da hinten hat das ganze Geld rausgehauen und nicht einen Cent von den Gewinnen ausgezahlt. Ey Max, das stimmt doch nicht, oder? Also wie auch immer, Sie können sich beide darauf gefasst machen, Herr Schmidt wie Herr Bohrmann, dass die Staatsanwaltschaft da Ermittlungen aufnimmt in dieser Richtung. Ne? Bitte nicht. Meine Frau hat mir eh schon die Hölle heiß gemacht, weil ich diese 300 damals aus der Urlaubskasse rausgenommen habe. Ich habe gedacht, mit dem Gewinn, beziehungsweise ich habe gehofft, ich gewinne und kann dann mit ihr eine Woche auf die Karibik, statt immer nur eine Woche in den Bergen. So wie es aber gerade eben ausschaut, reicht es noch nicht einmal mehr für ein Wochenende Wellness. Da ist es ja auch nachvollziehbar, dass Sie wirklich dringend den Handlungsbedarf hatten, nicht wahr? Nur leider haben Sie das alles völlig falsch angestellt. Wollen wir vielleicht auch noch wetten, dass Sie an dem Abend nicht im Kino waren? Doch, natürlich. Das glaube ich Ihnen nicht. Kino ist ja fast ein Klassiker. Man löst vielleicht eine Eintrittskarte. Mit etwas Glück kann sich der Kassierer an einen erinnern. Aber kein Mensch kann wissen, ob man nicht vielleicht doch vorzeitig den Kinosaal verlassen hat. Ey, wenn ich jetzt noch Probleme mit der Polizei kriege, dann macht mich meine Frau platt. Ich schwöre Ihnen jeden Eid, was Sie wollen. Ich habe nichts mit diesem Brand zu tun. Gut, also aus meiner Sicht müssen Sie nicht schwören. Oder gibt es noch Fragen? Danke, dann nehmen Sie bitte lieber hinten Platz. Sie bleiben unvereidigt und wir sprechen mal mit der Mutter der Angeklagten. Mhm. Birgit Häusler, bitte. Guten Tag, Frau Häusler. Tag. Nehmen Sie mal Platz. Sie müssen als Zeugin hier die Wahrheit sagen. Wenn Sie es nicht tun, machen Sie sich strafbar. Ich belese Sie vorsichtshalber, 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst oder Angehörige belasten könnten. Sie heißen Birgit Häusler, Sie sind 45 Jahre alt, Sie wohnen in Bochum, Sie sind verwitwet, Hausfrau. Und als Mutter der Angeklagten können Sie auch ganz die Auskunft verweigern. Sie müssen also nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ich möchte aussagen. Da Alexandra ab 8 Uhr bei mir war am Freitag, kann sie unmöglich diesen Molotow-Cocktail um halb 9. Eins nach dem anderen, also Ihre Tochter wohnt bei Ihnen, richtig? Jetzt wieder, ja. Nachdem dieser Max sie ja jetzt wieder hat sitzen lassen. Ich meine, ich mach gern den Babysitter, aber was der sich geleistet hat, das ist schon ein starkes Stück. Darüber würde ich gerne ein bisschen mehr wissen. Ja, der ist ja schuld an dieser ganzen Selbstständigkeit. Der hat ja diesen Flo erst ins Ohr gesetzt. Und dass sie diesen Mega-Kredit aufnehmen muss. Und dann sollte es auch gleich noch ein Kind sein. Und er würde sie ja immer unterstützen und bis ans Lebensende. Und ja. Endete was aber dann letzten Endes nicht so lief. Hm? Nee, das ist alles ein bisschen schief gegangen. Der hat keinen Finger krumm gemacht. Und die Alex hat geschuftet. Und er hat die Kasse ausgeräumt. Ja, und dann im Endeffekt auch noch mit ihrer Angestellten, dieser Das ist uns bereits bekannt, Frau Häusler. Ja, der hat sich von Anfang an aushalten lassen. Von Anfang an hat der sich aushalten lassen. Der hat gedacht, eigenes Geschäft, da kann ich mir eine goldene Nase verdienen. Alles, was reinkommt, kann ich gleich wieder raushauen. Und dann hat ihm die Alex aber mal klargemacht, dass das so nicht läuft. Dann hat er es bei den Nächsten versucht. Ey, Max und ich, wir lieben uns. Das hat nichts mit Geld zu tun. Genau. Das Fräulein wird auch noch aufwachen. Also nicht, dass sie mir dann leid tun würde, ne? Das Flittchen hat's schon verdient, dass er auf die Nase fällt. Oh nee, also bitte. Wäre ganz schön, wenn wir uns da alle ein bisschen mäßigen würden. Und dann kommen wir lieber mal zum Tatabend. Hm? Ich kann nur sagen, dass die Alexandra bei mir gewesen ist.
ist ein Tatabend. Wie haben Sie den denn verbracht? Ja, ich hatte den Robin schon ins Bett gebracht und uns eine Kleinigkeit gekocht. Und so um kurz nach 8 haben wir dann gegessen zusammen und dann haben wir einen Film geguckt. Ja, und auf einmal steht die Polizei vor der Tür. Weil dieser Max nichts Besseres zu tun hat, als gleich mal meine Alexandra anzuschwärzen. Aber war's ja auch. Da hat er sich geschnitten. Ich kann ja verstehen, dass Sie Ihre Tochter schützen wollen. Aber Sie stehen mit Ihrem angeblichen Alibi ziemlich alleine da. Und zwar alleine gegenüber zahlreichen Indizien und Zeugenaussagen. Was denn für Zeugen? Dieser Theo ist ein Kumpel von Max. Und dass die Nadja für ihren Liebsten lügt, na, das ist ja wohl klar. Hey, ich hab, das Einzige, was ich erzählt habe, war das mit der Frau Meier. Und das ist die Wahrheit. Ich hab versucht, noch die Alex zu schützen. Weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass sie es war. Und ich da auch eher an Theo gedacht habe. Das wäre jetzt ziemlich raffiniert, oder? Wenn Sie das jetzt hier einfach so behaupten würden. Ich finde, dass dieses Fräulein ganz schön raffiniert ist. Wenn es nicht gelingt, meiner Alexandra diese Sache in die Schuhe zu schieben, dann muss es eben der Theo gewesen sein. Ich war es aber nicht. Mein Gott, nun ist es Feuer, aber eine Tatsache. Wie würden Sie sich das denn dann erklären? Ich glaube ja, dass der Max diesen Brand ganz alleine gelegt hat. Das kannst du mal vergessen. Um die Versicherung zu betrügen. Und als er dann, dämlich wie er ist und besoffen, mit seinem Spielzeugfeuerlöscher aus dem Auto noch mal in den Laden zurück ist. Jetzt reagiert mal. Max Bormann ist noch mal in den Laden zurück? Ja, sicher. Weil der wollte wahrscheinlich so tun, als wenn er löschen will, um die Versicherung irrezuführen, damit die nicht misstrauisch werden. Ich wundere mich jetzt ehrlich gesagt, woher Sie wissen, dass er da zu seinem Auto ist, einen Feuerlöscher geholt hat und noch mal zum Laden zurück ist. Na, das steht doch so in den Akten. Das hat mir der Anwalt von meiner Tochter gesagt. Also, Entschuldigung, in meinen Akten steht nichts dergleichen. Woher wissen Sie dieses Detail, das ich selbst erst vor ein paar Minuten erfahren habe? Ich warte auf eine Antwort, Frau Häusler. Ich warte auf eine Antwort. Woher wissen Sie etwas, was der Max Bormann an dem Abend getan hat, aber hier gerade zum ersten Mal erzählt hat? Da muss ich mir das wohl eingebildet haben. Eingebildet? Das erscheint mir aber wenig wahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher erscheint mir, dass diese Information jemand hat, der selbst am Tatort war. Oder jemand, der diese Information direkt vom Täter selbst hat. Okay, ich weiß, wann ich verloren habe. Bitte lassen Sie die Alexandra in Ruhe. Ich habe diesen Molotow-Cocktail geworfen. Mama, erzähl doch nicht so einen Unsinn. Jetzt lassen Sie Ihre Mutter mal ausreden. Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Da lässt er meine Tochter mit dem Arsch voll Schulden und mit dem Baby sitzen. Und als wenn das nicht reicht, macht er sich noch mit diesem Flittchen genau gegenüber breit. Nimmt ihr die ganze Kundschaft weg. Die Alex, die hat ja kaum noch Umsatz. Und da haben Sie dafür gesorgt, dass Ihre Tochter dann den einzigen Friseurladen in der Gegend wieder hat? Das kann gar nicht sein. Du warst doch den ganzen Abend zu Hause und hast auf Robin aufgepasst. Ich war nur ein paar Minuten weg. Das ist ja krass. Ich hab mir doch schon immer gedacht, dass dieses alte Mischstück mich nicht abkam, ne? Aber jetzt hier auch noch so. Boah, das war ja alles genau getimt. Ich wette, das war auch gar kein Zufall. Genau, die hat da spitz gekriegt, dass ich nämlich an dem Abend noch mal zurück bin, hat mich irgendwie beobachtet oder so und dann hat's gebrannt. Ja klar, nur ich bin doch bekloppt, da hätte ich doch selber drauf kommen müssen. Boah. Jetzt nimm dich mal nicht so wichtig. Meine Mama hätte niemals Robin allein gelassen, nur um dir Feuer unterm Hintern zu machen. Dafür habe ich schon selber gesorgt. Hör auf! Aha. Denk an den Laden und denk an den Kleinen. Du kannst nicht ins Gefängnis gehen. Was soll denn aus dem werden? Pass gut auf ihn auf, Mama, bitte. Ach, Frau Häusler. Schon richtig verstanden, oder? War das ein Geständnis gerade? Ich hab gestanden. Na, jetzt lassen Sie es doch bitte mal. Hören Sie nicht auf meine Mutter. Sie will mich ja nur schützen. Aber das lasse ich nicht zu. Ich war's. Ich hab mein Leben in die Hand genommen und die Konkurrenz aus dem Weg geschafft. Das hätte jeder gemacht. Die hat sich nur gewehrt. Also, dann reden wir doch Klartext. Das heißt, Ihr Geständnis gerade eben war nur Unsinn, oder? Dann lassen Sie jetzt mal Ihre Tochter schildern. Wie war denn das wirklich? Hm? Ja, also an dem Morgen habe ich den Brief vom Zivilgericht bekommen, dass Max die Vaterschaft abgestritten hat. Ja. Können Sie sich vorstellen, wie wütend und verletzt ich war? Ich glaube ja. Ja, und am Nachmittag, da wollte ich ihn dann zur Rede stellen und dann ist er einfach abgehauen. Und Ich hatte kurz zuvor in der Zeitung was über so einen Brandanschlag gelesen und hab mir dann halt gedacht, das kann ich auch. Ja, du bist ja komplett bescheuert, ey. Ja, ich hab... Oh.
Ich habe das Ding dann in meiner Teeküche gebastelt, weil es da keine Fenster gibt. Und ich dann einfach dachte, so sieht mich keiner. Und das hätte ja auch super funktioniert, aber als ich das Benzin in die Flasche kippen wollte, stand aber Matteo im Laden. Wieso zum Teufel hast du bitte Benzin in der Teeküche? Mein Gott, das war im Kanister. Aber den hast du ja gar nicht gesehen. Du warst ja vollkommen auf diese blöde Sektflasche fixiert. Also, mir wäre es lieber gewesen, Ihnen wäre der Kanister aufgefallen. Vielleicht hätte sie dann noch von ihrem Vorhaben Abstand genommen. Hätte, keine Ahnung. Ja, klar. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Alle Beine weg hier. Ich war erstmal einfach nur froh und erleichtert, dass er nichts gemerkt hat, weil ja, ich habe darüber erstmal gar nicht nachgedacht. Also haben Sie dann irgendwie Ihren Molotow-Cocktail gebastelt und dann gewartet oder haben Sie dieses Geschäft beobachtet oder was haben Sie gemacht? Ich habe dann gewartet, bis Nadja den Laden verlässt und abgeschlossen hat und ich schwöre, ich habe nicht mitbekommen, dass Max nochmal zum Laden zurückgegangen ist. Ja, aber ich bin schon um 7:30 gegangen. Ja, ich habe aber auch fast eine Stunde gebraucht, bis ich mich überhaupt getraut habe, rüberzulaufen. Ich habe mich dann im Hauseingang geduckt und den Lappen angezündet und so fest ich konnte durch die Scheibe geworfen und bin sofort in meinen Laden zurückgerannt. Ist Ihnen überhaupt klar, was Sie da gemacht haben? Ist Ihnen klar, was da passiert ist? Und welches Risiko Sie in die Welt gesetzt haben? Da hätte ja noch viel mehr Menschen was passieren können. Und auch dieses Risiko für Sie selbst? Ich meine, so ein Molotow-Cocktail hätte ja jederzeit in Ihre Hand noch in Brand geraten und explodieren können. Ja, schon, aber darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Das ist mir erst später klar geworden. Ich habe am Anfang nur gedacht, ich habe Glück gehabt, dass mich keiner gesehen hat. Und so habe ich mir dann eingeredet, dass ich alles richtig gemacht habe. Und ich habe Sie darin bestärkt. Ich habe gesagt, Sie soll einfach alles abstreiten. Alle Beine wegsperren. Ich hab's ja auch abgestritten. Aber dass du für mich ins Gefängnis gehst, das kommt überhaupt nicht in Frage. Denk doch mal an Robin. Was soll denn aus dem Kleinen werden? Kein Vater und die Mutter im Gefängnis. Ja, was meinst du, warum ich das so lange durchgezogen habe? Du weißt, wie schlecht ich lügen kann. Ich hab mir einfach nur noch gesagt, ich muss unbedingt freikommen für Robin. Und selbst wenn das heißt, dass Theo für mich verurteilt wird. Ja, also an Ihren kleinen Sohn hätten Sie lieber mal vorher denken sollen. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Also Sie sind dann in Ihren Laden zurück. Ja, ich stand am Fenster und war wie ferngesteuert. Ich habe einfach zugeschaut, wie sich die Flammen ausbreiten. Und auf einmal sehe ich Max da von hinten aus dem Laden rauskommen mit einem Feuerlöscher in der Hand. Und ich habe gedacht, ich bilde mir das nur ein. Und im nächsten Moment war der auch schon wieder weg. Ja, aber der ist nochmal gekommen, wieder mit dem Feuerlöscher, mit dem aus seinem Auto, oder? Ja, und dann gab es eine riesige Explosion und überall waren Scherben und Flammen. Und ich habe total Angst bekommen und wollte sofort rüberrennen, um zu helfen. Und da habe ich dann aber schon gesehen, dass die Leute aus dem Nachbarhaus rausgerannt kamen. Und einer hat dann auch Max direkt entdeckt, weil der geschrien hat, ruft einen Notarzt. Und dann habe ich Panik bekommen, bin zu meiner Mama und habe ihr direkt alles erzählt. Es war ja auch alles nicht mehr zu ändern. Was passiert war, war passiert. Ja, und es hätte, wie gesagt, noch viel mehr passieren können. Dann würden wir heute über Mord reden hier. Ja. Weitere Fragen? Keine. Nehmen Sie bitte dahin Platz, Sie bleiben unvereidigt. Mr. Dagister, der Angeklagte, ist nicht vorbestraft. Keine Eintragung. Damit schließe ich die Beweisaufnahme vor Staatsweite, bitte. Bundesgericht, der Verteidiger. Der Anklagevorwurf hat sich heute voll bestätigt. Allerdings war die Angeklagte geständig, was wir ihr natürlich zugutehalten. Ihr ist zweifelsohne übel mitgespielt worden von Herrn Bormann. Und er hat sie massiv provoziert und enttäuscht. Aber genau das war offensichtlich auch der Grund, weshalb die Angeklagte nicht einfach zu einem Anwalt gehen konnte, um über diesen ihren Unterhaltsanspruch für sich und ihr Kind durchzusetzen. Der hätte das Ganze gegebenenfalls sogar noch strafrechtlich verfolgen können. Aber das hat der Angeklagte nicht gereicht. Und ich gehe mal davon aus, vermutlich wollte sie durch diese Tat auch ihre Konkurrenz ausschalten. Das war auch ein ganz wichtiges Motiv. Und da waren ihr die langfristigen Folgen, wie man sie hier bei Herrn Bormann sieht, offensichtlich auch völlig egal. Tja, und da kann ich nur sagen, da kann ich kein Mitleid haben mit dem Kind, das offensichtlich keinen Vater hat und auch ziemlich lang keine Mutter haben wird. Ich beantrage, die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Bundesgericht, Frau Staatsanwältin, Sie haben es ja selbst gesagt, meiner Mandantin wurde wirklich übel mitgespielt. Enttäuschung, Verzweiflung und Wut haben sie zu dieser Tat getrieben. Und sie hat natürlich über die Folgen nicht hinreichend nachgedacht, was sie da angerichtet hatte. Aber man muss ihr doch wirklich zugutehalten, sie hat hier offen und rückhaltlos nun ein Geständnis abgelegt. Und sie ist bislang strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten. Und ich denke hier schon an ihren kleinen Sohn, an den Robin, der nicht alleine ohne Mutter weiter groß werden sollte.
Ich beantrage deshalb hier eine Bewährungsstrafe von 2 Jahren. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Häusler, Sie haben die Anträge nun gehört. Jetzt können Sie selbst noch was sagen. Sie können sich selbst verteidigen. Und Sie haben das letzte Wort. Bitte, Mama, versprich mir, dass du Robin nicht sagst, was ich getan habe. Ist doch noch viel zu klein. Der kann doch sowas nicht verstehen. Also Sie haben aber das letzte Wort und nicht Ihre Mutter. Ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wusste wirklich nicht, dass Max in dem Friseursalon war. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Alexandra Häusler ist schuldig der Brandstiftung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz, Paragraphen 229, 230, 306 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 52 Strafgesetzbuch, 52 Absatz 1 Nummer 1 Waffengesetz, in Verbindung mit Paragraph 2 Absatz 3 Waffengesetz und Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 1, 3, 4 Waffengesetz. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Ihr Geständnis war ein seltsames Erlebnis, so sachlich, so unbeteiligt, als wollten Sie uns davon überzeugen, dass das, was Sie getan haben, ein bewährter und legitimer Weg ist, Probleme zu lösen. Ihr Problem, ganz klar, hieß Nadja Wimmer. Die hat ihm zum einen den Mann ausgespannt, mit dem sie ein gemeinsames Kind haben, und dann macht die ihn noch mit dem eigenen Salon Konkurrenz. Ihre Existenz, die war auf 2 Ebenen bedroht. Und Sie haben vorhin gesagt, da habe ich mein Leben in die eigene Hand genommen. Sie haben nicht Ihr Leben in die eigene Hand genommen. Sie haben andere Leben gefährdet. Und es wäre heute noch ganz anders ausgegangen, wenn wir Ihnen nicht glauben würden, dass Sie fest davon ausgegangen sind, dass zu dem Zeitpunkt niemand in dem Laden war. Natürlich, Ihr Geständnis spricht für Sie. Diese ganze emotionale Situation, dass ihnen wirklich übel mitgespielt wurde. Aber das ist doch eigentlich auch Ausdruck einer ganz großen kriminellen Energie. Das ist ja nicht eine Spontantat gewesen, sondern Sie haben am Nachmittag den Molotow-Cocktail schon gemischt. Woher wissen Sie überhaupt, wie sowas geht? Ja? Und dann diese große abstrakte Gefahr, es hätten auch andere Menschen, Nachbarhäuser und so weiter, in Gefahr geraten können. Nur zur Einordnung wegen der Strafe, wenn Sie das Ganze mit dem Zündholz gemacht hätten, und nur ein leichter Sachschaden dort an dem Friseursalon entstanden wäre, dann wäre das schon eine Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr gewesen. Aber Sie haben einen Brandsatz gebastelt, der ist noch strafbar nach dem Waffengesetz. Das ist ein verbotener Gegenstand. Und schauen Sie sich mal die massiven, dauerhaften Verletzungen bei Herrn Bormann an. Gerade aber, weil wir Ihre persönliche Situation, auch die Situation mit dem Kind, sehr intensiv betrachtet haben, weil wir ihnen glauben, dass sie niemanden verletzen wollten, sind wir deutlich unter dem Antrag, nämlich bei 3 Jahren und 4 Monaten geblieben. Wenn sie sich in der JVA vernünftig verhalten, die Oma wird sich um das Kind währenddessen kümmern, dann sind sie wieder draußen, bevor das Kind in den Kindergarten kommt, sodass sie die Bindung zu ihrem Sohn nicht wirklich verlieren müssen. Gegen das Urteil können Sie innerhalb 1 Woche Berufung oder Revision einlegen. Aber es war uns schon wichtig, wir mussten schon auch klar machen, dass das ein schwer kriminelles Verhalten war, ein sehr gefährliches Verhalten und eben kein Mittel, Konkurrenz aus der Welt zu schaffen. Wenn es um Konkurrenz geht, da muss man einfach andere Talente spielen lassen. Da muss man einfach gewieft sein, da muss man einfallsreich sein. Da gibt es auch diese schöne Geschichte von der Straße in Wien, in der sich sogar 4 Friseure niedergelassen haben. Ja? Und um mit dieser Konkurrenzsituation fertig zu werden, schreibt der eine groß in sein Fenster, hier gibt es den besten Haarschnitt in ganz Wien. Und der zweite Friseur stellt ein großes Schild ins Fenster, hier gibt es den besten Haarschnitt in ganz Österreich. Und der dritte schreibt in sein Fenster, nein, hier gibt es den besten Haarschnitt der ganzen Welt. Und wissen Sie, wer am erfolgreichsten war? Der vierte, der ganz bescheiden und klein in sein Schaufenster geschrieben hat, hier gibt es den besten Haarschnitt in dieser Straße. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Max Bormann wurde wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 25 Euro, also insgesamt 2.500 Euro, verurteilt. Außerdem hat ein Vaterschaftstest ergeben, dass er Robins leiblicher Vater ist. Er muss nun Unterhalt für seinen Sohn zahlen. Theo Schmidt wurde wegen Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 25 Euro, also insgesamt 750 Euro, verurteilt.